müssen die Ash'Abar finden. Wir brauchen ihre Hilfe. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um zu vermeiden, dass wir die Ash'Abar rufen müssen. Aber ich habe keine Wahl mehr. Wir brauchen ihre Hilfe, um die Wehren der Ansai zu bergen. Allerdings würde ich es vermeiden, sie direkt zu kontaktieren. Werdet ihr meine Gesandte sein, Reisende? Vielen Dank. Die meisten Ash'Abar leben zusammen. Sie durchstreifen die Wüste und gehen, wohin die Götter sie auch treiben mögen. Spürt sie auf und sagt ihrem Anführer Marimar, dass die Alikr ihn wieder brauchen. Wir brauchen die Hilfe der Ash'Abar, um gegen die verdorrte Hand zu kämpfen. Die Ash'Abar lagern zu dieser Jahreszeit oft bei Morvas Freigebigkeit im Süden. So die Götter wollen, sind sie vielleicht noch dort. Marimar hat seine Tochter entsandt, um mich vor der verdorrten Hand zu warnen. Sie wollten helfen. Ich bereue es, sie abgewiesen zu haben. Ich hoffe, ich muss euch nicht daran erinnern, darüber Stillschweigen zu bewahren. Gerüchte werden sich über die verdorrte Hand verbreiten. Aber wir sollten versuchen, den Diebstahl der Wehren der Ansai geheim zu halten. Ich habe viele politische Feinde, die das zu ihrem Vorteil nutzen würden. Natürlich wird es das sein, aber was soll ich anderes machen? Zulassen, dass mein Bild in der Öffentlichkeit das Königreich gefährdet? Manchmal kann ein König nicht sein Antlitz wahren und gleichzeitig sein Volk retten. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir unsere Pläne nicht von den Dächern herabschreien würden. Bekommt ihr nur die vorzüglichsten Waren. Die Pferde sind um. Da überlasse ich die Dinge einmal meinem Bruder und dann gleich sowas. Meine Preise sind unschlagbar. Bleibt zurück, Wanderin. Ihr seid in unserem Lager willkommen, aber unser Häuptling empfängt keine Gäste. Wie so viele unserer Krieger wurde auch er vergiftet. Nur seine Tochter darf seine Ruhe stören. Der König hat zu lange gewartet. So viele Krieger sind gestorben und Marimars Leben hängt am seidenen Faden. Wir werden dem Ruf des Königs folgen, so gut wir können. Doch ich fürchte, wir werden nur wenig ausrichten. Ihr solltet mit Talia sprechen, falls ihr das noch nicht getan habt. Mein Vater hat mir gesagt, dass jemand kommen würde. Mein Vater hat mir gesagt, dass jemand kommen würde. Ihr nähert euch dem Lager der Ash'Abar, Fremde. Wenn ihr nicht hier seid, um uns zu helfen,
schlage ich vor, dass ihr umkehrt und in die andere Richtung weitergeht. Mein Vater ist sehr krank, genau wie viele unserer Krieger. Viele sind sogar gestorben. Unser Wasser wurde vergiftet. Wahrscheinlich von diesen elenden Nekromanten der verdorrten Hand. Sie wollen die Ash-Abar schwächen, damit wir uns ihnen nicht entgegenstellen können. Um genau zu sein, würden wir gegen die Toten kämpfen, die sie erheben. Das ist die heilige Pflicht eines jeden Ash-Abar. Doch das spielt alles keine Rolle, wenn wir nicht die Zutaten für das Gegenmittel finden können. Das ist der einzige Weg, um meinen Vater zu retten. Werdet ihr mir helfen? Dann kommt schnell. Trefft mich bei meinem Zelt im Lager. Man munkelt, Graf Rabenwacht hätte etwas Wichtiges in den Lord-Krater-Hügel gefunden. Ich habe auf eurer Karte den Ort markiert, von dem mein Vater glaubt, dass wir dort die Zutaten finden können. Geht voraus. Ich werde meine gefallenen Brüder und Schwestern rächen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Mein Vater ist seit 26 Jahren Häuptling des Stammes. Wir wüssten nicht, was wir ohne ihn tun sollten. Wer hätte gedacht, dass die verdorrte Hand unser Wasser vergiften würde? Wir müssen uns beeilen. Es sind schon so viele Ash-Abar gestorben. Das ist alles. Trefft mich am Zelt meines Vaters. Bitte, Vater. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Du musst das hinnehmen, Talia. Meine Zeit ist gekommen. Geh, bereite den Trank zu. Ich muss mit unserem Gast sprechen. Das gefällt mir nicht. Aber ich werde dir gehorchen, Vater. Ihr seid in unserem Lager willkommen. Gewöhnlich sind wir großzügige Gastgeber, aber unter diesen Umständen, ich hoffe, ihr versteht.
Ihr habt es natürlich gesehen. Der Stamm ist schwach und bald kehre ich in den Sand zurück. Jemand anderes muss die heilige Pflicht der Ash'aba erfüllen. Und dieser jemand seid ihr. So wurde es prophezeit. Ja, es besteht kein Zweifel. Die verdorrte Hand. Wir standen noch nie einer solchen Bedrohung gegenüber. Doch es ist unsere Pflicht, sie aufzuhalten. Ihr müsst zu einer von uns werden. Ihr müsst eine Ash'aba werden. Dann müsst ihr die verdorrte Hand aufhalten. Es gibt da ein Ritual. Meine Tochter, ich sagte ihr, die Zutaten wären für ein Gegenmittel. Aber sie weiß jetzt, dass sie für euer Aufnahmeritual sind. Es bleibt nicht viel Zeit. Erst müsst ihr euch entscheiden, seid ihr bereit, uns beizutreten und eine Ash'aba zu werden? Vielen Dank, Reisende. Ihr nehmt einem sterbenden Mann eine große Last vom Herzen. Die Zukunft unseres Stammes, unsere Ehre, hängt davon ab, ob ihr unsere Pflicht erfüllt und unseren Kampf gegen die verdorrte Hand führt. Meine Tochter ist gerade nicht glücklich. Sie ist so dickköpfig, wie es auch ihre Mutter war. Aber der Tod kann nicht aufgehalten werden. Aber seid versichert, Initiandin, nachdem ihr die Prüfung abgeschlossen habt, wird sie euch helfen, die Hand zu bekämpfen, sofern ihr es wollt. Das ist gut. Ich glaube, sie ist fertig mit dem Mischen des Tranks für das Aufnahmeritual. Sprecht mit ihr, sobald ihr bereit seid, mit dem Ritual zu beginnen. Möge Tuaka euch stets auf den rechten Pfad lenken, Anwärterin. Ein bedeutender Mann liegt da drüben im Sterben. Und er hat all sein Vertrauen auf euch gesetzt. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich habe den Trank für euer Aufnahmeritual fertiggestellt. Sobald ihr bereit seid, können wir mit der Prüfung beginnen. Nun gut, hier ist er. Geht zum Makhadar an der Rückwand des Zelts und trinkt. Seid gewappnet, Initiandin. Der Trank wird euch eine Vision der Vergangenheit schenken. Wenn die Vision vorüber ist, werdet ihr wissen, was es bedeutet, eine Ash'aba zu sein. Samir, steh auf. Oder willst du die Schlacht verpassen? Samir, mein Bruder. Endlich ein Lebenszeichen von euch. Habt ihr letzte Nacht zu tief vom sternenreichen Brunnen getrunken? Das sieht euch so gar nicht ähnlich. Schnell, reißt euch zusammen. Wir können uns heute keine Trödeleien leisten. Morvas Gnade. Vielleicht hast du dir auch eine Beule eingefangen. Hast du etwa die Schlacht vergessen? Die Rovada werden diese bösen Elfen bald für immer aus unserem Land vertreiben. Heute soll ich an deiner Seite kämpfen, Bruder. Sag mir bitte, dass du dich dazu imstande fühlst. Das ist der Samir, den ich kenne. Irgendwann wirst du mir erzählen müssen, was dir letzte Nacht zugestoßen ist. Es ist sicher eine haarsträubende Geschichte. Doch jetzt komm. Unser Vater bereitet eine Ansprache an die Rovada vor. Er wartet schon auf uns. Samir, langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen.
Bist du verzaubert worden? Wir schreiben das Jahr 853. Unser Vater ist König Xakwan, der aus dem alten Yokuda kam, um sich hier in der Erlik-Wüste niederzulassen. Ich hoffe, das kommt dir langsam bekannt vor. Schnittiges Schwert, es tut mir leid. Du bist der Kronprinz, aber ich bin dein Bruder und ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Bitte sag mir, dass es dir gut geht. Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Schlacht. Aber Vater will mich nur kämpfen lassen, wenn du den Angriff anführst. Weil sie uns hier nicht haben wollen. Unser Volk kam über das Meer aus dem alten Yokuda, um hier zu siedeln. Doch diese Elfen, der Korelania-Clan, sie wollen uns von diesen Gestaden vertreiben. Heute stellen wir uns ihnen und lassen sie wissen, dass wir nicht wieder fortgehen werden. Die Asch aber? Kenne ich nicht. Sind das auch Elfen? Wenn es sein muss, töten wir sie eben auch. Aber jetzt musst du dich konzentrieren, Samir. Konzentriere dich auf die heutige Schlacht. Wir müssen uns beeilen, um Vaters Ansprache zu hören. Preist die Götter. Es würde sich nicht ziemen, wenn wir bei Vaters Ansprache nicht anwesend wären. Er macht sich höchstwahrscheinlich schon Sorgen um uns. Rovada, ihr wisst alle, dass die Elfen vor unseren Mauern sind. Diese Ungläubigen nennen uns Barbaren. Sie wollen uns aus unserem Land vertreiben. Was die Elfen aber nicht wissen, ist, dass Ruptgar selbst uns an dieses Ufer geführt hat. Er hat verfügt, dass die Alikre unser Zuhause sein soll. Heute werden die Ungläubigen die Stärke der Shehai kennenlernen. Onsi wird unsere Klingen führen. Heute wird sich der Sand rot von Elfenblut verfärben. Du siehst stark aus, Samir. Mein Herz ist stolz. Ich glaube, dies wird ein Schicksalstag für dich und deinen Bruder sein. Wenn wir hier bleiben wollen, müssen wir das Land vom Makel der Elfen säubern. Ja, und ein Großteil des Ruhmes für diesen Sieg wird dir und deinem Bruder zustehen. Ich entsende euch als meine Champions, damit ihr euch durch die Ränge der Elfen schlagen und ihre Anführerin finden könnt. Ihr werdet der Schlange den Kopf abschlagen, und dann wird auch ihr Leib vergehen und sterben. Ja, es ist eine große Ehre und eine große Verantwortung. Doch du hast deinen Heldenmut immer und immer wieder unter Beweis gestellt, Samir. Ich weiß, dass du siegreich sein und den Weg unseres Volkes in die Zukunft ebnen wirst. Gehe nun und gehe mit den Göttern, mein Sohn. Du hast meinen Segen. Ich weiß, dass du siegreich sein wirst, mein Sohn. Möge Onsi deine Klinge führen. Gib mir einen Augenblick, Samir. Ich muss Onsi mein Opfer darbringen. Komm zu meinem Zelt, wenn du bereit für die Schlacht bist. An unsere heutigen Taten wird man sich noch lange erinnern, Bruder. Geh voraus.
meine Güte. Ihr seid ja wirklich lebensmüde. Ihr habt bereits verloren. Als ihr angestürmt kamt, haben wir hinterrücks angegriffen und euren König... Aufschwärmen! Habt ihr das gehört? Sie müssen durch die Krypta gegangen sein. Schnell, wir müssen sie aufhalten. Ich rieche hier drin den Tod, Samir. Bei den Göttern. Seht euch all die wandelnden Gebeine an. Schämen sich diese Elfen denn für gar nichts? Ihr kommt zu spät, Samir. Euer Vater ist tot. Schlimmer noch, ein elfischer Nekromant hat euren Vater in eine Abscheulichkeit verwandelt. Der Nekromant hat euren Vater erst erschlagen und dann seinen Leichnam wiedererweckt. Es ist das Grauenhafteste, was ich jemals gesehen habe. Er ist verloren. Es gibt nichts, was wir noch für ihn tun könnten. Samir, ihr dürft dort nicht hineingehen! Ihr würdet euren eigenen Vater niederstrecken müssen. So düster die Geschehnisse auch sein mögen, unsere Gesetze sind und bleiben heilig. Euer Vater ist ein geehrter Toter. Wenn ihr seine sterblichen Überreste verletzt, dann entehrt ihr euch selbst. Ja, ihr habt keine andere Wahl. Ich weiß, dass euer Vater nicht wollen würde, dass wir unsere neue Heimat verlassen. Doch dies hätte er niemals vorhersehen können. Er würde uns niemals dieses heilige Gesetz brechen lassen. Ihr dürft über eine solche Sache nicht einmal nachdenken. Wir sollten das besprechen, Samir. Komm mit. Das Schicksal hat uns ein grausames Los beschert, mein Bruder. Ich bin ganz deiner Meinung. Vater hätte nicht gewollt, dass wir aus unserer Heimat fliehen, aber entehren wir uns damit? Ihn zu töten würde Verbannung bedeuten. Aber ich bin bereit, es zu tun, wenn du es befiehlst. Weil es klar ist, dass einer von uns beiden dieses Opfer bringen muss. Du wirst der nächste König werden. Wenn du unseren Vater niederstreckst, wirfst du all das einfach weg. Für mich steht nicht so viel auf dem Spiel. Gib mir nur den Befehl und ich werde es tun, Bruder. Nein, nein, bitte! Ich flehe dich an, deine Entscheidung noch einmal zu überdenken, Samir.
Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dich im Exil zu sehen. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich bin nicht aus demselben Holz geschnitzt wie du und Vater. Aus mir sollte kein König werden. Mein Sohn, du hast mich enttäuscht. Jetzt wirst du sterben. Warum, Samir? Warum? Ihr habt mit der heiligsten Tradition des Königreichs gebrochen. Ein solcher Frevel kann durch nichts entschuldigt werden. Das Gesetz ist eindeutig, Samir. Verbannung. Ihr müsst dieses Land verlassen und dürft niemals mehr zurückkehren. Gut, dann haben wir nichts weiter zu besprechen. Lasst uns hoffen, dass euer Bruder lernt, auf meinen Rat zu hören und bessere Entscheidungen zu treffen, als ihr es getan habt. Nein, du verdienst es, für deine Taten geehrt zu werden. Doch der Visier sagt, dass du stattdessen verbannt werden musst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dein Heldenmut, deine Demut. Du solltest König sein, nicht ich. Es tut mir leid. Ich schätze, ich muss aufhören, mich wie ein Kind zu benehmen und mich meiner Verantwortung stellen. Aber was auch immer geschehen mag, dein Opfer wird niemals vergessen werden. Ich liebe dich, mein Bruder. Willkommen zurück. Ihr wart länger weg, als ich erwartet hatte. Ich nehme an, ihr seid in den Fußstapfen von Prinz Samir von Iyad gegangen und habt die Ereignisse miterlebt, die zu seinem Exil geführt haben. Das war er. Samir gründete in der Verbannung eine Familie und einen neuen Stamm. Sie streiften als Nomaden durch die Wüste und wurden als Ash'aba bekannt. Hakmir wurde König und herrschte für viele Jahre in Frieden, bis er sich erneut den Nekromanten und Untoten stellen musste. Die Kolonie von Iyad wäre untergegangen, aber Samir führte seinen Stamm gegen die Nekromanten und ihre Armee wandelnder Toter. Die Ash'aba nahmen die Entehrung auf sich, gegen die Toten zu kämpfen, um das Königreich zu retten. So ist es seither immer gewesen. Ihr habt das erste Opfer miterlebt
Und ihr wisst nun, dass wahre Ehre keine Worte braucht. Ihr seid eine von uns. Ihr seid eine Ash'aba. Wir werden euch als unsere Schwester anerkennen. Und gemeinsam werden wir die heilige Pflicht unseres Stammes erfüllen. Ja, die Worte sind gesprochen. Üblicherweise würde mein Vater nun eine kleine Zeremonie durchführen und die Worte sprechen. Aber sein Geist hat uns verlassen, während ihr ohnmächtig wart. Seine letzte Bitte war es, dass wir beide die verdorrte Hand vernichten. Wir können nur wenig tun, um unseren Ash'aba-Brüdern hier zu helfen. Also sollten wir jetzt den Wunsch meines Vaters erfüllen. Wir sollten uns der Zerstörung der verdorrten Hand verschreiben. Sie hat meinen Vater getötet. Ich werde die Gelegenheit genießen, das wieder gut zu machen. Es gibt einen Ort im Nordosten, eine heilige Stätte namens Tuvakas Thron. Es ist ein Ort der Stille und der Ehre. Viele, viele Helden wurden dort zur Ruhe gebettet. Ich mache mir Sorgen, was geschieht, falls die verdorrte Hand dort auftaucht. Ich muss dafür sorgen, dass die Gebeine meines Vaters geweiht werden. Alles andere wäre eine Respektlosigkeit. Zieht zu Tuvakas Thron weiter. Sucht nach einem Ash'aba namens Ramati. Ich kenne diese Sande gut. Ich werde euch schon rechtzeitig wieder einholen. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich habe zu meiner Zeit schon ein, zwei Skelette getötet, aber das ist viel schlimmer. Wir brauchen noch mehr Ash'aba. Ihr? Gesichter kann ich mir eigentlich gut merken, aber eures kenne ich nicht. Dann seid ihr uns wohl gerade erst beigetreten. Seid auf jeden Fall willkommen in unserem Stamm. Es ist gut, dass ihr hier seid. Versteht ihr, warum ich mir Sorgen mache? Einige der größten Helden der Geschichte liegen hier begraben. Könige, Königinnen, legendäre Krieger. Wenn sie sich erhoben haben, ist es die Pflicht der Ash'aba, sie zu töten. Und das wird nicht einfach werden. Das könnt ihr. Ich halte hier Wache, um sicherzustellen, dass gewisse uralte Helden, nun sagen wir es einmal so, wenn sie von den Toten erweckt würden, gäbe es ein Problem. Nach allem, was hier geschehen ist, muss ich ihre Gräber überprüfen. Falls sie tatsächlich erweckt wurden, müssen sie wieder zur Ruhe gebettet werden. Vielen Dank. Es ist keine kleine Aufgabe, worum ich euch da bitte. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr einspringt. Die drei Gräber, die ich überprüfen muss, gehören Wappenträgerin Rinar, Jokeda Rasul und Königin Afsar. Sie haben den Lauf der Geschichte geändert. Sie haben sich ihre Ruhe verdient.
Ich markiere die Gräber auf eurer Karte. Ich würde mit euch gehen, aber ich muss Wache halten und dafür sorgen, dass sie nicht vorbeischlüpfen. Aber es gibt andere Ash'abar, die sich euch anschließen können. Wollt ihr einen geschickten Schwertkämpfer oder einen, der sich mit Wiederherstellungsmagie auskennt? Ihr müsst tapfer sein, wenn ihr mit diesen Helden die Klingen kreuzt. Aber keine Angst. Dieser Mann wird dafür sorgen, dass ihr nicht im Kampf fallt. Hier liegen viele Helden begraben. Aber um diese drei sorgen sich die Gelehrten der Ash'abar am meisten. Sie waren im Leben sehr mächtig. Und die Gelehrten fürchten, dass sie im Tod besonders gefährlich sein könnten.
Ich muss euch nicht fragen, ob die Helden auferstanden waren, als ihr sie gefunden habt. Ich muss nur wissen, ruhen sie jetzt. Damit habt ihr die Pflicht der Ash'Abah hier erfüllt und mir damit einen ganzen Haufen Ärger erspart. Wie wir Ash'Abah immer sagen, wahre Ehre braucht keine Worte. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Sie werden dafür büßen, was Sie getan haben. Als Satakals Zornreisende, wenn ihr nicht durch eine Armee Untoter warten wollt, dann geht nicht weiter. Diese Hunde, die verdorrte Hand, sie haben Tuvakas Thron eingenommen und jetzt lassen sie die geweihten Toten auferstehen. Wie ist das überhaupt möglich? Die Wehren der Anzei? Gestohlen? Das ist unmöglich. Das undurchdringliche Gewölbe. Wie? Das erklärt allerdings, wie sie aus geweihten sterblichen Überresten Untote machen konnten. Und es erklärt auch, warum Tuvakas Groll derart groß ist. Er spricht zu mir. Er sagt, der Tempel müsse geläutert werden. Und zwar sofort. Oh, Tuvaka wird die Läuterung vollziehen. Wir müssen ihm nur den Weg bereiten. Wenn ihr mir helft, die heiligen Feuerschalen zu entzünden, wird Tuvaka seinen Atem schicken, um die verdorrte Hand zu vernichten und die Toten wieder zurück in den Sand zu schicken. Für jede Windrichtung gibt es eine Feuerschale. Entzündet die ersten drei und trefft mich an der westlichen Feuerschale. Diese werde ich entzünden. Dann werden wir die mittlere Feuerschale zusammen entzünden und bald sehen, wie Uwafa und seine verdorrte Hand zerstört werden.
Ihr habt euch gut geschlagen, Reisende. Tuvaka ist erfreut. Sehr bald schon. Es ist fast so, als würde Tuvaka sich in die Lüfte schwingen und sich darauf vorbereiten, seinen Atem zu schicken. Die verdorrte Hand wird hier schon bald zerfallen und ihr Staub wird vom Wind verweht werden wie Sand. Tuvaka sagt, ihr werdet das Vergnügen haben, Uwafa zu töten. Mit seiner Hilfe natürlich. Als erstes müsst ihr die letzte Feuerschale dort drüben entzünden. Dann wird Tuvakas Atem kommen. Uwafa hat sich mit meinen Priestern im Heiligtum verschanzt. Ich bin besorgt um sie. Aber Tuvaka wird uns beistehen. Er wird die Türen entsiegeln. Dann könnt ihr hineingehen und diesen Nekromanten-Bastard töten. Seid ihr bereit, die Macht eines Gottes zu schauen, meine Freundin? Geht jetzt und entzündet die letzte Feuerschale. Fürchtet euch nicht vor der Macht Tuvakas. Ihr und ich, wir sind in dieser Sache seine Champions. Oh ja, die dürfen wir nicht vergessen. Falls dieser Uwafa sie hat, bekommen wir sie bald wieder zurück. Selbst mit den Wehren der Ansai ist Uwafa der Macht eines Gottes nicht gewachsen. Natürlich. Alle Priester Tuvakas wissen solche Dinge. Die Wehren wurden geschmiedet, als drei Ansai ihr Leben gaben, um ihre Geister in die Klingen zu bannen. Das taten sie, damit die Wehren die geweihten Toten beschützen können. In den Händen dieser Nekromanten wird die Macht der Wehren der Ansai stark geschwächt. Mit etwas Magie könnten sie vielleicht sogar die Kraft der Wehren für ihre grässlichen Ziele pervertieren. Es ist gut, dass wir sie bald wieder zurückhaben. Oh, großer Tuvaka, Bewahrer der Seelen, erhört das Gebet eures bescheidenen Dieners. Euer heiliger Boden wurde geschändet. Die Ruhe unserer Vorfahren wurde gestört. Ich bitte euch, schickt euren heiligen Atem, um den Tempel zu reinigen, und gebt uns euren Segen. Für die Vernichtung des Schänders. Er hat seinen Segen erteilt. Begebt euch in das Allerheiligste und tötet Uwafa. Priester, jetzt erhebt euch und kämpft! Ah!
bald schon mit euer Leichnam für mich kämpfen. Ich danke euch. Die Verderbnis meiner Wehr ist aufgehoben, aber die anderen Wehren, ihr müsst sie finden. Ich bin sehr stolz. Tuvaka sagt, dass ihr diesen Uwafar wirklich gequält habt. Ihr habt auch Anzai Radans Wehr geborgen. Der Tempel wurde wiederhergestellt und Alik ist sicherer. Tuvaka freut sich. Tuvaka sagt, ihr bräuchtet euch keine Sorgen zu machen. Er sagt, ihr würdet sie finden. Ich kann fürs Erste auf Anzai Radans Wehr aufpassen. Tuvaka hat großes Vertrauen in euch, meine Freundin. Er möchte, dass ich euch dies gebe. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Ich weiß nicht, wohin man die anderen Wehren der Anzai gebracht hat, aber Tuvaka sagt mir, dass ihr nach Osten gehen müsst, meine Freundin. Er sagt, dass das der nächste Schritt auf eurer Reise sei. Nein, Tuvaka ist nun ruhig. Er macht sich um euch keine Sorgen. Er macht sich eher Sorgen, ob ich den Tempel aufgeräumt bekomme. Ich habe allerdings einen Vorschlag. Ich glaube, ihr solltet eure Suche in der Stadt Bergama beginnen. Es gibt in Bergama eine hervorragende Gelehrte. Ihr Name ist Sore. Sie weiß viel über die Wehren der Anzai. Sie könnte die Antworten kennen, nach denen ihr sucht. Ganz gleich, wo ihr auch hingeht. Tuvaka wird mit euch sein. Dessen bin ich mir gewiss. Ich sehe euch dort, aber ihr müsst warten. Die Arbeit einer Gelehrten ist selten dringend, aber ich habe eine Anfrage vom König persönlich. Wie es scheint, hat man die Wehren der Anzai verlegt. Wartet, ich hatte nicht... vergesst einfach, was ich gesagt habe. Das habt ihr? Mir war der Gedanke schon gekommen, dass die verdorrte Hand vielleicht versuchen könnte, die Wehren dafür einzusetzen, die geweihten Toten von Tuvakas Thron als Untote heraufzubeschwören. Ich bin erleichtert darüber, dass ihr sie aufgehalten habt. Jetzt müssen wir nur noch die anderen beiden Wehren finden.
Mein Lehrling Shiri reist mit Prinz Azar, um Antworten zu finden, aber sie brauchen meine Forschung. Lasst mich arbeiten. Ich werde dafür sorgen, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn wir mehr wissen. Jetzt müssen wir nur noch die anderen beiden Wehren finden. Mein Lehrling, es scheint, als ob die Macht jeder der Wehren der Anzai irgendwie mit dem Leben jenes Anzai verbunden ist, der sie erschaffen hat. Indem ich mehr über die Anzai erfahre, hoffe ich, eine Ahnung davon zu bekommen, wohin die verdorrte Hand die Wehren bringen könnte. So, und jetzt überlasst mich wieder meine Arbeit.